Hallo meine Saiyajin-Freunde, hier ist wieder eure Saiyajazz und willkommen zum nächsten Unboxing von diesem genialen Display, weil einfach das Artwork auch so viele gefeiert haben, genauso wie ich. Machen wir hier nochmal das Opening von dem Rise of the Unison Warrior. Also damit geht's wieder los und wir öffnen natürlich erstmal dieses schöne versiegelte Display und schauen uns die Karte an. Wir haben ja auch schon beim letzten Mal gesehen, in jeder Box gibt es nämlich als Bonus eine Super Rare oder eine Special Rare Karte. Also das ist einfach schon richtig, richtig genial, auch bei diesen Displays. Da hat man auf jeden Fall schon mal direkt ein kleines Glücksgefühl und kann sich direkt freuen, wenn man auch diese Box öffnet. So, und auch hier einmal noch ganz kurz zur Übersicht. Wir sehen hier vor allem natürlich die besonderen Karten. Wir haben 23 Super Rares, 10 Special Rares und die 3 Secret Rares. Und wir hoffen natürlich auf unsere Secret Rares. Die wollen wir ziehen. Okay, und wir starten und gucken natürlich, was wir als Bonuskarte haben. Sehr geil, Freezer. Den habe ich auch beim letzten Mal tatsächlich auch so aus der Box gezogen. Very nice. Freezer, Charismatic Villain. Der gute Freezer in seiner Form. Hier schön mit Gold. Sehr nice. Müsste ungefähr gerade noch bei um die 20 Euro liegen. Also da hat man schon mal gut wieder was reingeholt mit dieser Karte. So. Und wir kommen zu den tollen Büchern. Wir packen die erstmal alle aus, um die auch gleich zu öffnen. So. Also, Hüllen liegen natürlich auch bereit. Und wir legen gleich los mit den ersten Boostern. So, also natürlich, wir hoffen wieder alle auf die Secret Rare Karten. Und drückt mir die Daumen, dass wir was Schönes hier rausholen. So, und wir starten erstmal wieder mit dem guten Tao Bai Bai, den wir alle noch aus Dragon Ball kennen, Vegito, Vegeta und Pilaf als Leaderkarte. Ich frage mich immer noch, wer Pilaf als Leader spielt. Falls einer von euch dabei ist, schreibt es mal in die Kommentare. Kann ich schwer nachvollziehen. So, Son Goku, Trunks, Burning Kamehameha. Also die Karten sind auf jeden Fall einfach immer mega gemacht. Und Pan haben wir hier schon mal als Foiled-Version. Schön als Holo und okay, Vegex als normale Rare-Karte. In diesem Display ist es ja jetzt auch nochmal so, nicht nur die Rare-Karten sind als Holo, sondern es gibt jetzt auch alle anderen Karten als Holo-Version. Das ist nämlich hier jetzt auch anders. Wer sein Deck schön zusammenstellen will, sammelt natürlich auch die ganzen Foiled-Karten, also damit man ein wunderschönes Deck hat, was auch ein bisschen glitzert und funkelt, nimmt man da natürlich jetzt alle Foiled-Karten. Hier haben wir nochmal Trunks Super Saiyan 2 als Leader, auch sehr cool. Ginyu the Body Snatcher, eine ganz coole Karte auf jeden Fall zum Spielen. Der hat nämlich auch den guten Double Strike, kann man sehr gut mit angreifen. Son Goten, hier schon fast erwachsen. Und Oolong, schön am Reis essen, was sonst? Immer ans Essen denken. Und wuhu! Leute, wir haben schon mal Zen-O. Ich habe die andere Version beim letzten Mal schon gezogen. Und jetzt die Version Nummer 2. Sehr geil. Guck mal. Das Gold. Einfach mega. Ich stehe auf Gold. Yes. Das kleine Goldmädchen. Auf jeden Fall sehr nice. So, packen wir rein. Auch die Zen-O. Cosmic Unison. Müsste gerade auch bei ungefähr 10 Euro liegen. 8 bis 10 Euro. Die Preise ändern sich ja im Moment auch einigermaßen schnell. Und Next Booster. So. So kann es doch mal weitergehen. Also mal gucken, was das nächste
Pack bringt Vegeta Ravy Pilaf. Und nochmal Trunks hier, ganz klar, Gotenks ist es natürlich. Als Leader, Pilaf's Castle, Mira, Haze, Shenron, Freezer immer am Start, ist immer dabei. Wuhu! Und Technique, Chains und Goku aus GT, auch sehr nice als Holo. Und Vegeta und Bulma, auf jeden Fall auch eine sehr coole Karte, wenn man spielt. Auch hier eine schöne Kombination. So. Aber wir wollen natürlich die Special Rares und Secret Rares ziehen. Und ihr müsst mir natürlich auch immer nochmal in die Kommentare schreiben, wer von euch denn auch wirklich das Card Game spielt und nicht nur die Karten sammelt. Also hier Zamasu auch nochmal als Leaderkarte, immer sehr cool. Son Goten, Vegeta, Mai, Bulma mit ihren langen Haaren hier am Start. Pilaf, Zabon, Vegeta, Trunks, Bulma, kommt auch sehr oft vor. Burta, bzw. Bata im Deutschen, auch schön als Holo. Normale Common Card und gut, normale Rare Karte. Nichts Besonderes, aber ein paar Booster haben wir ja noch. So, next one. Time Bullet. Demigra, Gotenks ist wieder am Start. Chichi, ganz schön freizügig früher unterwegs, die kleine Maus hier. Pilaf's Castle, Son Goku, wieder Pilaf. Hier nochmal James und Goku als normale Rare. Vegeta, Two Star Ball. Und hier nochmal Tao Bye Bye, auch als Holo. Und Pilaf. Pilaf ist immer enttäuschend für mich. So nicht. Also Pilaf war ja schon früher auch in Dragon Ball anstrengend, fand ich. Aber auch er ist immer wieder am Start. Also ähnlich wie Freezer und Yang Chu, der Gute. Auch als Leaderkarte. Naja. Der Kleine wird ja immer ein bisschen, naja, er muss immer dran glauben, er muss immer sterben, deswegen habe ich ein bisschen Mitleid mit ihm. Ginyu, einmal auch als Leaderkarte in seiner, naja, richtigen Form und als er mit Son Goku den Körper getauscht hat. Nochmal Bartach, Pan, Freezer, Vegeta, er bleibt mein Liebling, Pilaf's Castle als Holo und Yu! Gotenks going all out. Yay. Nice. Die habe ich sogar beim letzten Mal nicht gezogen, sondern die andere Version hier schön als Super Rare, auch in Gold. Sehr nice. Die packen wir gleich natürlich auch ein. Ich glaube, bald habe ich hoffentlich meine Sammlung an den Karten zusammen. Dann zeige ich euch das natürlich auch mal, wenn alles komplett zusammen ist. So, next. Also insgesamt 24 Booster in dem Paket. Schauen wir mal, was das Ganze noch bringt. Piccolo, auch mal endlich. Hatten wir bisher noch nicht. Mai, Toa, Son Goten ist wieder da, Bulma, ganz, ganz oft dabei. Yang Chu, auch einmal als Version und Son Goku. Wenn man die jetzt natürlich Super Saiyan 4 als Secret Rare hätte, dann hätte ich hier alles auseinandergenommen. Ich sag's euch. So, weil die Super Saiyan 4, beziehungsweise das ist ja Gogeta, ja um die 100 Euro, 120, je nachdem, im Moment liegt, dann hat man sein Display schon mal wieder drin. Ne? Das hätte natürlich gerne jeder auch für seine Sammlung. Hier Vegeta und Saiyajin 2 Trunks for a brighter future und Son Gohan und Piccolo, das kleine heimliche Traumpaar aus Dragon Ball, aber leider nur eine Rare-Karte. Und ich warte immer noch auf die Secret Rare. Wenn schon, wenn schon. So, Gotenks. Auch hier wieder Freezer natürlich am Start. Nochmal Trunks, Shu, Son Goku, Ox,
Vegeta. Energie. Juice. Ginyu. Geiles Artwork auf jeden Fall. Auch wenn er nicht so geil ist, aber sehr schön gemacht. Und Release from Evil. Yes. Nice. Sehr cool. Die habe ich noch nicht und ich habe auf sie tatsächlich gewartet. Sehr geil. Oder wie man sagen würde, oh mein Dende. Der muss natürlich auch immer am Start sein. Super rare. Sehr cool. Die ist auf jeden Fall auch mit. Oder sie war auf jeden Fall unter den Top 10. Müsste auch um die 10 Euro im Moment liegen. Bei Card Market. Falls jemand da auch unterwegs ist. Also gar nicht so schlecht bisher. Also ein bisschen was haben wir hier noch vor uns. Also, ich bin froh in Muffles. Trunks. Pilaf, Pilaf, immer Pilaf, Oolong, Dimikra, Trunks, Dodoria. So, Leute. Pool. Und der normale Son Goku. Naja. Aber hat sehr viel Power. Und braucht sogar nur 5 Energien. Also zum Spielen auf jeden Fall auch eine sehr gute, wertvolle Karte. Auch Double Strike ist immer eine sehr gute Attacke bzw. ein guter Effekt, den man auch einsetzen kann. So, und Trunks, Pilaf, Shin Shenron hatten wir auch schon letztes Mal als Foiled-Version. Chichi, ja, wie man sich nur so verändern kann mit den Jahren. Trunks, Gotenks, Overwhelming Might. Sehr cool. Ankamen im Fold und Vegito. Hat uns aber leider kein Glück gebracht. Nur eine normale Rare-Karte. Und also, abonniert gerne nochmal meinen Kanal. Denkt dran, lasst mir einen Kommentar da. Liked das Video, wenn ihr noch ein paar mehr Unboxings sehen wollt, denn es geht hier auf jeden Fall immer weiter. Die ist auf jeden Fall auch nice gemacht. Son Goku und Hit als Foiled und Dark Dragon. So, die letzten Booster waren jetzt nicht der Hit, also jetzt muss man wieder der Hit. Haha, ich hab's gecheckt. So, Shin Shenron, Bulma, Son Gohan. My Pool. Die Energie Freezer ist auch immer da. Es sollte noch viel mehr Vegeta-Karten geben, finde ich. Bardock. Auch als Holo. Und Secret Identity. Auch nur als normale Rare. Schauen wir mal. Ach ja. Auf jeden Fall kann ich mir damit jetzt schon mal ein neues Deck zusammenstellen. Das ist auf jeden Fall ganz gut. Dann bin ich jetzt auch gut ausgerüstet für die nächsten Spiele. Ja, auch nochmal Ginyu, Pan, Dodoria, Pilaf, der Kleine. Uhu, nice. Toa, Twisted Sister. Sieht einfach geil aus. Also geiles Artwork. Die kleine Sister. Also wer sie mal haben möchte, kann sich gerne melden bei mir. Schwester kommt in die Folie und erstmal zur Seite. So. Aber wir wollen ja noch ein bisschen was anderes ziehen. Außer die Super Rares. Meister Roshi, auch lange nicht gesehen. Würde jetzt wieder mit seinem Nasenbluten hier alles vollsaugen. Der kleine Perversling. Punk. Freezer. Und Goku Black. Aber nur Rare. Das reicht uns nicht. Wir wollen mehr. Das reicht uns nicht. Son Goku nochmal als Leaderkarte. Auch sehr gut. Mit Son Goku spiele ich einfach super gerne. Auch gerade als Leader. Vegeta, Bulma, Gotenks. Könnte ich auch mal als Leader einsetzen. Zaron, Mira, Chain von Goku.
Son Goku, die sieht auch cool aus. Hatte ich tatsächlich auch noch nicht als Fold-Version. Kamenkarte und... Wow! Wuhu! Okay, wirklich. Oh mein Gott. Shenron, guckt euch das an. In der Gold-Version. Richtig nice. Shenron. Mega Karte. Also wenn das nicht der Hammer für jede Sammlung ist, dann weiß ich auch nicht. Gut. Also wir sind gar nicht so schlecht dabei. Ein paar haben wir noch. Jetzt will ich noch mehr auf jeden Fall. Kommt Leute. Also es muss noch ein bisschen Glück bringen hier. Gehen wir hier mal durch. Freezer. Die alten Bekannten. Haze Shenron als Fold und... Burning Impact. Nur eine normale. So, die letzten Booster. Hier haben wir nochmal 10. Oh. Was wir als schöne extra Bonuskarte dabei hatten. Son Goku, Vegeta, Zeno auch nochmals voll in der ankommenden Version und Oolong. Na toll. Oolong könnte sich mal in eine Secret Rare Karte verwandeln. Das wäre es. Oh, und ich muss sagen, ich sehe da schon am Ende was glitzern. Also gucken wir mal schnell. Vegeta, Pan, negative Energie. Vegeta, Blue Impulse, Haze Shenron nochmal und. Dim, 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 dim. Woo! Yangchu! Yes. Obwohl es nur Yangchu ist, aber. Merciless Barrage, eine von den Top 5 Karten auf jeden Fall. Richtig geil. Schön im Gold. Da hat sich Yangchu mal ein bisschen herausgeputzt. Sehr cool. So nehme ich den kleinen Yangchu doch mal gerne. Der junge Unerfahrene, der nie mit Frauen sprechen konnte am Anfang. Packen wir zur Seite. So. Okay, die letzten. Wenigstens nochmal eine Special Rare. Muss hier dabei sein. Let's go. Supreme Kai. Sie ist auf jeden Fall auch ganz süß. Bulma. Zamasu, Mai. Trunks und Goten. Die kennen wir alle schon. Mal gucken. Freezer. Nochmal Freezer. Hier sieht man nochmal den Unterschied. Aber nur eine normale Rare. So. Die letzten drei haben wir gleich. Und nochmal Zamasu als Lederkarte, Trunks, Schuh, Vegeta geht immer, Vegex. What? Was ist das für ein Name? Vegex, wer hat sich das ausgedacht? Haze Shenron, Tragedy Overground, auch sehr nice, und Krillin. Na ja, gut. Okay, die letzten drei. Das Beste soll ja immer... eigentlich zum Schluss kommen. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich will immer noch diese Secret Rares ziehen. Nochmal Gotenks, Mai. Dodoria, Towa, Pan. Vegeta und Trunks mal zusammen. Vater und Sohn. Sehr schön. Und Goku Black. In Goku Black habe ich mich ja auch ein bisschen verknallt, aber nein. Hat uns hier nur als normale Rare-Karte jetzt nicht so viel Glück gebracht. Okay, letzten beiden, let's go. Bulma, Son Goku, Freezer. Nochmal Oolong in der normalen Version. Auch nur Kamenkarten, Ginyu, Mira. Komm schon, Baby. Vegeta, Prideful Transformation. Super Rare. Sehr geil gemacht. Sehr nice. Yay. Vegeta nehme ich immer. Der kann immer zu mir kommen. Der Jute. Naja. Saiyajin 4, nicht die beste Saiyajin-Stufe für mich, aber na gut. So kann er trotzdem mal vorbeikommen. Letzte Booster-Pack. Also, Shin Shenron. Supreme Kai, Zen-Oh, Ginyu, Shu, Zamasu,
Bila. Tschüss. Vegeta, Zarbon. Okay, Son Goku als Freund und die allerletzte Karte kommt jetzt nochmal an den Start. Okay, Freezer, Dark Death Ball. Beim letzten Mal war die letzte Karte auch schon nichts Besonderes mehr. Aber gut, das war gar nicht so schlecht. Unsere Ausbeute ist gar nicht so schlecht. Komm, ich zeig die Hauptkarten einmal. Habt ihr die ganzen nochmal in groß? Und es sind vor allem aber auch Karten dabei, die ich beim letzten Mal auch bei diesem Display nicht gezogen habe. Deswegen richtig, richtig gut. Also, da haben wir schon was Schönes hier zusammengestellt. Meine Lieben, also es hat mich gefreut. Display-Openings sind einfach immer spannend und man fiebert richtig mit. Ich hoffe, ihr auch. Lasst mir doch nochmal einen Like da. Schreibt in die Kommentare, vor allem was für Karten ihr vielleicht noch sucht, braucht. Mit welchen Karten ihr gerne spielt, ob ihr schon euer Deck zusammen habt. Abonniert den Kanal, denkt an die Glocke und dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Mal. Eure Sayajazz.